funktioniert. Seppi! Ja, Manu! Ja, Seppi! Habe ich Ehre! Wie geht's denn? Was tust du da? Ja, du, schönes Wetter, bist du noch mal anschauen. Ja, ich bin auch wieder spazieren gegangen. Haben wir ein wenig ausgerastet, weißt du schon? Haben wir dabei, oder? Ja, feile, ratschen wir ein bisschen. Wie geht's denn deine Leute? Gut, und deine? Gut geht's ihnen. Bruder auch, Oma auch. Ja, alles haben miteinander geht's gut. Ja, das ist das Allerwichtigste. Okay, wie haben wir gekriegt? Nein. Hast du gehört? Wie heißt es? Ja, Helga. Helga, nein, lieb. Die lieb, grimmig, gell? Du hast deine Mama am 40er gefeiert? Ja, den hat sie gefeiert. Der Vogelhäuser hat ihre Kaffee. Von Schmiedei, Walter. Von Schmiedei, ja. Nein, grimmig. Der schnitzt da so gut. Ja, der schnitzt auch so, wie das braucht, gell? Ja, der kann so umgehen mit dem. Das hat ihm gewiss gefallen, gell? Aber bei uns, die Berufe, was wir uns mit Tourismus Wahnsinn, und die Kirche. Und die Bedienungen. Letztens habe ich mit meinen Leuten und meiner Familie erst geredet, gell? Das A und O in Reicherheuern einfach die Kirche, gell? Ja, wenn du aufschaust, das Reicherheuer Haus. Na, brutal. Letztens war ich erst da mit meinen Leuten. Na, Wahnsinn. Einen Kaiserschmarrn haben wir gegessen mit Preiselbeeren. So gut. Und da kann man über ganz rein Heukaster schnitzen. Hab ich schon. Brutal. Na, also eine Atmosphäre haben wir, gell. Aber wundern brauchst du schon auch nicht, gell. Weil, wenn du mir schaust, deine Gastronomie-Schule. Na, Wahnsinn. Ah, die bilden auch so. Die haben schon sauber dahinter, du, gell. Du warst ja nicht mehr rein in letzter Zeit einmal um. Nein, da war ich nicht um, aber ich hab gehört, du, oder? Ja, ich mit Vogelucki, mein Freund war mal um, gell. Ja. Und so hat's gut geschmeckt? Ja, nein, was ich sagen wollte. Hast du ein wenig dabei? Ja, wollte ich gerade fragen, hast du Hunger? Geh mir das nicht mehr rein auf. Schau mal auf, ich war schon lange nicht mehr. Bis du einmal jetzt. Jetzt hol ich aber einen Stammgäste gut bedienen. Ja. Dann können auch die Weißbacher dazu. Das ist wichtig, ja. und wie ist jetzt das Essen, die Touristen, mehr bayerische Spezialitäten oder eher? Ja, eigentlich ja. Man muss natürlich alles anbieten, damit für jedermann ein bisschen was dabei ist. Gell? Ja. Ob das jetzt eine bayerische Küche ist, die gepflegt gehört, ja. Dann geht das auch. Das wisst ihr wahrscheinlich von euren Eltern und Großeltern, die müssen noch eine bärige bayerische Küche machen. Ja. Das schmeckt halt auch. Mhm. Und das ist eigentlich auch wieder was zur Zeit gefragt ist. Mhm. Also eine gut gepflegte bayerische Küche. Die darf man nicht abkommen lassen. Nein. Genauso wenig wie die Tracht. Ja. Da muss man ein wenig wichtig, ernsthaft dahinter sein. Mhm. Ich bin geschaut, wenn sowas ausstellt. Ja. Also auch das gehört zum Tourismus. Ne? Dass man sein Eigentum, seine eigene Aussage, dass man die richtig darstellt. Ja. Da gehört die Tracht dazu und die bayerische Sprache. Ja, genau. Ganz wichtig. Ja. Und was finden Sie, was sagen Sie zu den Berufen? Sind die in Reicherheuer besonders wichtig für den Tourismus? Ja, ganz ein wichtiger. Sagen wir, für den Tourismus ist ein gelernter Beruf in der Gastronomie eines der wichtigsten. Es ist ein Muss. Ja. Das Gerippe stimmt. Was hilft, wenn der Maurer sagt, jetzt mache ich noch mal eine Wurstelbude auf, die kann er schon machen, aber ja. Jetzt haben wir eine Küche, die was die muss gelernt sein. Ja. Okay. Da brauchen wir Nachwuchs. Ja. Der was gewillt ist und der was halt auch möchte. Ja. Das Wollen ist so wichtig. Gell? Da wird es ja so die richtigen schneidigen Buben ja. Die machst du gleich ein wenig Pfiff. Ja, und ich habe gehört, dass da mehrere gute Kirchen herum haben. Ah, die schauen wir uns jetzt nachher gleich an. Ja, schauen wir uns mal an. Ja. Werden wir gleich einen Sprung nehmen in die Küche. Ja, also Dankeschön. Ja, bitte, gern. Bleibt so, wie ihr seid. Ja, wir haben jetzt schon mal ein bisschen hergerichtet. Also Mehl, Zucker, also Salz. Wir machen jetzt einen Erdbeerschmarrn. Wir werden jetzt keine Rosinenreis, sondern wir machen ein bisschen Erdbeeren. Da sehen wir jetzt auch wieder, dass wir unsere heimischen Produkte haben. Und Bergbauernmilch von unseren Bergbauern, ja. Die Milch, die Butter, die Sahne, die ganzen Molkereiprodukte, was wir im Haus haben. Gut, dann fangen wir an. Ich habe schon ungefähr einmal so hergerichtet, dass wir loslegen können, dass wir nicht mehr recht viel abmessen müssen. Ja. Nimmst du mal das Mehl, das da auf eine Seite rein, dann deck dich mal raus. Müsst ihr das dann wieder vorab, oder? Ja, das machen wir eigentlich nach Gefühl. Es gibt ja schon Rezepte, dann geht man sowas machen nach Gefühl.
Das war ein bisschen Salz, die ersten Räder. Und die Milch. Zucker nicht zu viel, weil der wird dann noch glasiert. Da tust du mal ein bisschen auf die rechte Seite ein bisschen Milch rein. So, jetzt tust du langsam das Milch in die Milch ein. So, das langsam ein. Das verhindert, dass man Klumpen reibt. Wenn du es andersrum reibst, dass du es vom Mehl anfängst und du Milch ins Mehl reibst, dann wirst du nicht Klumpen. Da ist schon langsam dazu, bis alles drin ist, und du hast den gescheit durch. Du hast jetzt nur locker verschlagen. Das tust du jetzt nicht verwirrt, sondern du hast einfach ganz so ganz. Auch so, dass das Ei nur ein bisschen erhalten bleibt, weil sonst geht es ja nicht. Sonst bleibt es so flach. Gibt ja die Möglichkeit, das schickt uns leicht besser. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man das Eiweiß nur separat steif schlägt, aber die wird so genauso schön. So, du hast dein Schnee bis nasser. Wichtig, in die Ecken fahren, weil das noch ein bisschen Mehl versteckt oder was nicht ganz so gut verrührt ist. Da kann man rumfahren. Genau, reicht. So, die Pfanne haben wir schon drauf, die ist schon heiß. Wichtig, dass die Pfanne immer heiß ist beim Einlegen, sonst klebt das alles so. Du nimmst die Margarine, legst du es aufs Blech. Das machen wir oben so dreckig, müssen wir sie putzen. Der ist komplett rein da. Ja. Das ist ein Kaiserschmarrn. Der muss langsam marschieren, der darf nicht zu schnell marschieren. Der muss jetzt von der Hitze her, der darf nicht zu rass marschieren. Ja. Sonst ist er unten schwarz, eben mit so hoch. Das sollte man richtig schön auspacken. Ja. So, da weiß man, da kriegen wir so eine schöne Platte. Da müssen wir schnell die Meter als eine Platte nehmen. Ja. Da richten wir den an. Dass der ein bisschen temperiert ist, dass es nicht ganz so kalt ist. Das ist jetzt die Geduldssache. Normalerweise haben wir da immer noch mehr zum tun im Service. Da muss das nebenbei laufen, dann machen wir da die ganzen anderen Sachen. Jetzt brauchen wir dann den Gabel und die Palette. Das ist ein bisschen Gas für. Wie lange dauert eigentlich die Lehre zum Koch? Die Lehre zum Koch dauert 3 Jahre. Das ist, auch dem hat die Möglichkeit, also wenn wir jetzt einen Lehrling kriegen, die muss Abiturienten oder wo schon eventuell ein Studium haben, die kriegen dann Lehrzeitverkürzung. Oder auch wenn du sagst, du machst das Konditor, danach willst du Koch lernen, dann kriegst du wahrscheinlich auch mindestens ein halbes Jahr Lehrzeitverkürzung, weil du schon die Lehrbetätigung machen, wobei man sagen muss,